Im heutigen Video möchte ich dir vorrangig aufgrund hohem persönlichen Interesses, aber auch im Rahmen des diesjährigen Programms der Frankfurter Buchmesse, die auch ich an mehreren Tagen besuchen werde, das Gastland und das Literaturland Slowenien vorstellen. Als Person, die selber aus einem osteuropäischen bzw. baltischen Land und einem Land mit vergleichsweise zu Deutschland kleiner, doch sehr feiner literarischer Landschaft kommt, schätze ich es sehr, wenn Länder wie beispielsweise Slowenien als Gastland gewählt werden, und freue mich in diesem Rahmen, in diesem Jahr und im jetzigen Moment eine Chance zu bekommen, die Landesliteratur näher kennenzulernen. Selbstredend ist die Gelegenheit dafür jederzeit geboten, doch werden ja nun mehr Übersetzungen des Gastlandes in Auftrag gegeben. Es gibt mehr aktuelle Informationen zu älteren und jüngeren AutorInnen. Das respektive Land wird für das deutschsprachige Publikum sozusagen besser verfügbar gemacht, um eine weitere kulturelle Landschaft zu öffnen, kollektiv zu erforschen, das Informationspensum in puncto und im Auftrag einer europäischen Perspektive auszuweiten. Ideologie hin oder her, aber es ist eine wunderbare Möglichkeit, neue Literatur aus einem spannenden Land kennenzulernen. Beispielsweise das Gastland Spanien habe ich im Rahmen der letzten Frankfurter Buchmesse etwas näher kennengelernt, und insbesondere das Gastland Österreich auf der letzten Leipziger Buchmesse hat mir auch sehr viele interessante Neuentdeckungen geboten. Ich habe meinerseits erst vor kurzem eine aktive Wertschätzung für das Konzept der Gastländer gewonnen und beobachte diesen Aspekt auch nun zunehmend im Rahmen von zukünftigen Messebesuchen. Gerade diejenigen von euch, die vielleicht nicht auf große Messen oder generell auf Messen gehen möchten oder wollen oder können, möchte ich an dieser Stelle auch ermutigen, das Gastland dennoch über diverse digitale parallele Veranstaltungen und über entsprechende Verlagsprogramme zu entdecken, und hoffe, dass die heutige Auswahl einen kleinen Anstoß dafür bietet. In diesem Rahmen habe ich in mein eigenes Bücherregal geschaut, einiges an Rezensionsexemplaren angefragt und einiges gelesen, angelesen, geschmökert, recherchiert, und kann dir nun eine Kombination interessanter AutorInnen zeigen und Bücher mit Status von Klassiker bis Debüt, von Kurzgeschichte bis Roman besprechen und vorstellen. Sollte dies heute dein erstes Video auf meinem Kanal sein, herzlich willkommen. Hier geht's um Bücher und Buchthemen. Ich lese meist unabhängig, divers, abseits vom Mainstream und harten Tobak. Sollte dies aber dein drittes, zehntes oder 23. Video sein, willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn du meine Inhalte und buchige Kanäle gut findest, dann lass mir doch direkt mal einen Daumen nach oben und ein Abo da und schau in meiner Infobox vorbei, wo es jede Menge Partnerlinks gibt, über die du dein nächstes Buch bestellen und auch meinen Kanal supporten kannst. Das heutige Video kann definitiv auch in die von mir aktiv gepflegte Rubrik Indie-Tipps mitgezählt werden, denn von den 7 vorzustellenden Büchern sind 5 in kleinen unabhängigen Verlagen erschienen. Daher darfst du dich gleich nicht nur auf literarische Perlen aus Slowenien, sondern auf interessante Geheimtipps abseits des Mainstreams freuen. Die erste Autorin, die ich dir vorstellen möchte, kommt zu uns mit 2 literarischen Beispielen. Das ist Natascha Kramberger, eine slowenische Schriftstellerin, Kolumnistin und Ökolandwirtin. Sie hat bisher sowohl Romane als auch Essaysammlungen veröffentlicht, und im Roman Verfluchte Misteln geht es grundsätzlich um eine Bauerin, die einen Ökolandhof eröffnen möchte. Ihr Leben, bekannterweise zwischen Berlin und Slowenien verbringt und jede Menge Schwierigkeiten auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit erlebt. Einige dieser Schwierigkeiten sind naturbedingt, und einige dieser Schwierigkeiten hängen mit der sehr komplexen Bürokratie der Landwirtschaft zusammen. Alles in allem wird daraus ein intensiver, ein impressionistischer und ein sprachlich hochgradig spannender Roman.
Kramberger schreibt laut und farbig und humorvoll und intensiv und weiß auch, wie man stilistisch mit dem Fein- und Grobkorngefüge der Erzählung umzugehen hat. Also es ist definitiv eine etwas gewöhnungsbedürftige Art des Erzählens, die sich viel auf Geräusche und Gefühle einlässt. Aber andererseits werden auch hochgradig interessante Episoden erzählt, die ganz normal linear voranlaufen. So viel diese Geschichte auch eine weitestgehend komödiantische Essenz in sich und an sich hat, geht es auch sehr schnell wieder in existenzialistische Reflexion über. Denn die Protagonistin, so auch grundsätzlich Kramberger selbst, wir finden hier sehr viele Berührungspunkte, hat eben mit Ängsten bezüglich ihrer wachsenden Unsicherheit um ihren Erfolg als Bäuerin und mit der ebenso belastenden bestehenden Karriere als Journalistin und Schriftstellerin. Am spannendsten ist in diesem Roman dann aber diese Kontrastierung von der Großelterngeneration, denn es geht auch um die Großmutter der Protagonistin und diese wird auch parallel in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend als junges und furchtloses Mädchen geschildert, welches sich auch nicht vor Luftangriffen fürchtet, denn die Wäsche muss doch aufgehängt werden. Und der Opa wird geschildert als alternder, doch fingerfertiger Mann und beide haben ein recht abenteuerliches Leben. Zudem macht Kramberger dann auch auf die Seelenlosigkeit der Stadt aufmerksam, wenn es um Berlin geht, und verlässt diese zeitgleich, um aber in Slowenien einen fortwährenden Kampf gegen wilde Tiere, Schädlinge und Sommerdürre zu führen. Obwohl ich Verfluchte Misteln vielleicht nicht jedem Lesenden stark und wärmstens empfehlen würde, denn Kramberger schreibt hier doch sehr eklektisch und ja, doch recht impressionistisch. Und wer sich gegebenenfalls nicht für den ländlichen Alltag interessiert, wird hier an dieser Situationskomik vielleicht nicht so sehr teilhaben können, wie manch anderer, der selber täglich im eigenen Garten spazieren geht. Als gelungene Alternative kann ich hier dann aber Mauerpfeffer empfehlen, ebenso von Natascha Kramberger und erschienen in diesem Jahr. Hierbei handelt es sich um eine vergleichsweise kurze Geschichte, einen Essay, eine Erzählung, welche, so zumindest dann auch der Verlag selbst, das Material von Verfluchte Misteln kompakt und kurz zusammenfasst und auf das Wesentliche bringt. Meinerseits, wo ich jetzt beide Texte erfahren habe, kann ich definitiv sagen, dass Mauerpfeffer mehr Momentkraft und mehr Wucht im Schlag hat für eine allgemeinere Leserschaft meines Erachtens. Wo Lesende sich bei Verfluchte Misteln eher noch im Thematischen zurechtfinden müssen und überlegen, was da stilistisch eigentlich gemacht worden ist und was genau gerade passiert. Denn im Roman ist der Handlungsbogen mal so fortschreitend, wird wahrscheinlich in der brachialen und sehr direkten Darstellung gewisser Umstände in Mauerpfeffer näher an die Materie reinkommen, als er sie es in Verfluchte Misteln tut. Meines Erachtens sind beide Texte empfehlenswert. So, für die Zwecke dieser Ergänzung bin ich jetzt Sandra aus der Zukunft, aber essentiell bin ich jetzt Sandra mit einer ergiebigen Lektüre-Erfahrung, da ich sehr frisch in Mauerpfeffer reingelesen und noch gar nicht die richtigen Worte dafür in den Winkeln meines Gehirns gefunden, zusammengekramt und ausformuliert hatte. Daher an dieser Stelle noch eine kurze Nachreflexion. Der Einstieg in Verfluchte Misteln ist intensiv und impressionistisch, witzig, aber auch etwas all over the place. Und man wird als Lesender ins Geschehen reingeworfen, muss sich stilistisch erstmal zurechtfinden. Dafür ist der Einstieg in Mauerpfeffer geschmeidig und brachial zugleich, weil wir Kramberger in einen sehr besonderen Wald begleiten und anhand ihrer Schilderungen diverse Elemente und Phänomene der Natur beobachten dürfen, die indizieren, dass etwas sehr, sehr falsch und schlecht läuft mit unserem Klima, mit unserer Erde. Und zugleich reflektiert sie noch das Erben ihres Bauernhofs von ihrer Mutter, die Mühen, die sie sich dafür zunächst versprochen hat und wie der Hof sie dann wirklich langsam verschlungen und beansprucht hat. Diejenige Thematik, die Verfluchten Misteln eigentlich zugrunde liegt.
liegt. Mauerpfeffer gibt aber direkt viel mehr von der Person der Protagonistin, ja von Kramberger selbst, preis, nimmt mit auf einen unglaublich schönen Spaziergang, lässt tiefgründig reflektieren und macht direkt Lust auf mehr. Daher an dieser Stelle noch einmal eine Leserempfehlung, auch jetzt und später nach dem Verdauen dieser Lektüre. Und nun zurück zu Sandra in der Vergangenheit. Wer hier aber das sozusagen Slowenische an der slowenischen Literatur festmachen möchte, wird sicherlich Bindepunkte finden mit einem älteren als definitiv Klassiker bekannten Autoren, von dem auch jetzt im Herbst im Hansa Verlag ein Roman veröffentlicht worden ist, und das ist Drago Jančar. Ebenso an dieser Stelle interessant, bevor wir jetzt zum Buch kommen, ist die auffallende Wiederholung der Übersetzenden, denn Mauerpfeffer und Verfluchte Misteln wurden aus dem Slowenischen übersetzt von Lisa Linde und Als die Welt entstand von Erwin Köstler. Im Laufenden werde ich die Übersetzenden erneut nennen bei anderen Büchern, die ich heute behandle, und ihr werdet merken, dass diese zwei Namen sehr oft vorkommen. Was nun aber den Roman von Drago Jančar betrifft. Es ist eine Geschichte vom Aufwachsen in Zeiten des Umbruchs und es geht um die Widersprüche der Gesellschaft im Maribor der 1950er Jahre. Um hier eine kleine Linie zu ziehen, ist hier auch definitiv eine gewisse impressionistische Qualität vorhanden, ein Umgang mit der eigenen Geschichte, mit die Gesellschaft bewegenden Themen auf eine sehr reflexive Art und Weise. Vom Komödiantischen wird hier nicht die Rede sein. Eher geht es darum, dass der Roman sich liest wie eine feinfühlige Beobachtung über subtile Risse im individuellen und kollektiven psychologischen Spektrum der slowenischen Bevölkerung. Ja, es sind Brennpunkte in den 50er Jahren versus Brennpunkte heute. Verglichen habe ich Jančar stilistisch und von der sprachlichen Tonalität beispielsweise mit Vitomil Zupan, um den es auch dann gleich nochmal gehen wird, mit Stepan Tvardoch, Magda Szabo oder Imre Gertes. Alles AutorInnen, die heftigen, harten Tobak mit introspektiven Perspektiven und in Lyrik in verdichteter, in schwermütiger Sprache verfasst haben. Wo reiht sich Kramberger hier ein, um auch nochmal ein paar Linien zu zeichnen? Definitiv ist ein gewisser Existenzialismus auch Verfluchten Misteln und Mauerpfeffer eigen. Obwohl hier ein ganz anderer Themenbereich behandelt wird, aber hat man jetzt gerade nacheinander 7 Bücher aus Slowenien gelesen, wobei die Lektüre einiger dieser Romane schon etwas her ist, zeichnet sich meines Erachtens doch irgendwie eine stilistische Gemeinsamkeit aus. Habe ich recht oder liege ich falsch? Ich bin gespannt, in einem Kommentar von dir zu hören, was du dann über die vorgestellten Bücher denkst und welche Empfehlung du dann noch für mich aus Slowenien hättest. Um weiter zum Roman von Jančar zu sprechen zu kommen, erzählerisch gesehen würde ich tatsächlich ein wenig Kritik ausüben, und das sind auch wieder eigentlich die gleichen Bedenken, die ich bei Kramberger hatte. Denn wo die versprochene Geschichte zu deduzieren wäre, und diese verspricht auch der Klappentext, beispielsweise jetzt die innere Diskrepanz des Protagonisten Daniel, der sich zwischen einer religiösen Mutter und seinem militaristischen Vater hin und her gerissen fühlt, wie denn auch Krambergers Protagonistin zwischen Stadt und Land. Irgendwie hängt für mich heute dann alles zusammen. Ist natürlich etwas willkürlich, aber wie gesagt, viele Lektüren hintereinander bewirken eine gewisse Assoziationsdichte, die manchmal organisch ist und manchmal nicht. Daniel kämpft zeitgleich mit den Gefühlen für seinen jungen Nachbarn, ist sich aber definitiv der Liebe zu seinem Bruder sicher. Der Klappentext des Romans ermutigt eben nach einer Suche, zu einer expliziten Suche nach Bindungen und Assoziationen und einem Erzählrahmen zwischen Daniel, zwischen der jungen Sekretärin Lena, die dann unten im Haus einzieht, in diesem Gefühlstumult und in dieser Verliebtheit des jungen Mannes in ein Mädchen, welches ihn auch nicht wirklich wahrnimmt oder irgendetwas dergleichen. Und dort passiert dann natürlich auch ein eigenständiges Drama, welches dann nochmal ganz andere Nachwirkungen hat. Es offenbaren sich bei der Reflexion des Romans sowohl das narrative Panorama
Karma, welches dann schlussendlich einen wesentlich breiteren Bogen um die erwähnten und etlichen zusätzlichen Figuren zieht. Es werden die Konflikte und Diskrepanzen zu einem Ganzen zusammengebindet und schließlich wird dann auch gezeigt, und das ist ja dann wohl das Interessanteste, was ich meinerseits gefunden habe, wie eine heranwachsende Generation in den 50ern auf männlicher Seite trotz inneren Zwiespalt auch ohne weiteres eine als moralisches Doppelleben zu bezeichnende Existenz führen kann und darf, während aber ein weibliches Individuum am Mut, alle ihr zur Verfügung stehenden Optionen auszukosten, zugrunde geht. Wieder zu vergleichen und zu parallelisieren ist eben wieder die Komplexität dieses Introspektive, dieses nicht sofort und direkt greifbare, man muss hier schon etwas verdauen, um zum Kern zu kommen. Viele Facetten erschließen sich erst im Ab beim Verdauungsprozess. Und hier würde ich auch sagen, für GenießerInnen des harten Tobaks, der soziopsychologisch facettierten Texte und der introspektiven Herangehensweisen wäre hier eine Leseempfehlung geboten. Des Weiteren sprechen wir über einen in Slowenien als Klassiker bekannten Autor Vitomil Supan. Er verfasste mit Menuett für Gitarre zu 25 Schuss, zumindest in Worten des Googles Verlags, einen der bedeutendsten slowenischen Romane überhaupt. Dieser ist autobiografisch grundiert und erzählt vom bewaffneten Partisanenwiderstand der Slowenen gegen die italienischen und deutschen Besatzer. Übersetzt wurde dieser Roman, Überraschung, Überraschung, von Erwin Köstler. Und ja, wenn ich jetzt Supan direkt mit Kramberger und mit Jančar vergleichen möchte, würde ich schon sagen, dass hier härtester Tobak vorliegt. Vom schwärzesten Humor bis zum tiefsten Ekel. Es ist wirklich jede Gefühlsfacette in diesem Roman zu finden und deswegen ist dieser Roman auch mit Vorsicht zu empfehlen. Obwohl Supan weiterhin in seinem Heimatland den Status einer kulturhistorischen Legende genießt. Menuett für Gitarre vereint die Perspektive eines einfachen Soldaten mit der eines reflektierenden Individuums und einige Perspektiven, von denen aus der Partisanenkrieg dann oder der Krieg per se und der Partisanenwiderstand im Konkreten durchleuchtet werden können, gegebenenfalls auch als kontrovers eingestuft werden. Im Grunde folgt die Erzählung dann einem Soldaten, der durch Wälder marschiert, Hügel, Dörfer und derweilen immer wieder seine eigenen Gemütszustände reflektiert, sich in dem auch mit Auswirkungen unterschiedlicher Begegnungen auseinandersetzt. Diese Begegnungen beinhalten dann aber eben auch etwas robuste Kontakte zu diversen Dorfmädchen, ungeschönte Kampfbeschreibungen und auch anatomisch detaillierte und recht lang fortweilende Verletzungen und Verletzungsgeschichten und Verletzungsentwicklungen am eigenen Körper. Das sind hier natürlich authentische, rohe und wichtige und wertvolle Zeitdokumente im literarischen und im dokumentarischen Sinne. Doch ist der Protagonist eben auch ein Nihilist und ein Individualist und definitiv auch anarchistisch angehaucht. Das heißt, Lesende werden hier relativ schnell merken, ob der Ton dann passt oder nicht. Es werden hier auch des Öfteren systemkritische Äußerungen gemacht und auch in seinen Gesprächspartnern lösen diese meist Unbehagen aus. Es ist aber unglaublich interessant, welchen Hintergrund dieses Buch dann hat, denn Supan selbst wurde nach dem Zweiten Weltkrieg für 7 Jahre eingesperrt für unmoral und staatsfeindliche Aktivitäten. Dementsprechend durfte auch sein Werk wieder erst ab 1960 wieder veröffentlicht werden. Und wenn so etwas passiert, muss ich an Michail Bulgakov denken, muss ich an ja, viele sehr gute Bücher denken, die dann doch auch schon irgendwie deswegen mit dem Siegel lesenswert ausgestattet werden, weil irgendjemand sie für so kontrovers hält, dass er sie verbieten möchte. Dann sind sie wohl gefährlich und regen zum Denken an. Hochgradig spannend und auch relevant für ein weiteres Buch, das wir im späteren Verlauf nochmal besprechen werden. Ich hatte hier noch als Kritikpunkt im Text
meiner Rezension in meinem Blog hervorgehoben, dass hier eine allgemein soldatische Misogynie herrscht. Und das ist eben auch durchgängig der Fall. Klar, wir müssen hier über Zeitzeugen sprechen, wir müssen hier über situativ bedingte Denkweisen sprechen. Und grundsätzlich ist das nicht wirklich eine Kritik. Es gebraucht aber eine gewisse Sensibilität für harte Themen und harten Tobak, um mit diesem Roman gut auskommen zu können. Dies merken Lesende aber sicherlich bereits innerhalb der Leseprobe relativ schnell. Und schlussendlich war es bei mir zumindest der Fall, dass hier durch den unglaublich weiten Resonanzboden und mit der Auseinandersetzung nicht nur mit den entsetzlichen Episoden des Krieges, sondern eben auch mit der authentischen Menschlichkeit des Soldaten hier unglaublich viele wichtige und wertvolle Eindrücke geschildert worden sind über das Leben zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs aus diversen Perspektiven. Und diese Schätze und diese Erkenntnisse muss man als Lesender sich zwar erarbeiten, man muss mitgehen durch Zweifel, durch Hunger, durch Läuse, durch Kälte, Nässe und Ungewissheit, aber wer da mithalten möchte und kann, dem ist dieser Roman auch weiterhin dringend und mit Nachdruck zu empfehlen. Vergessen werden darf eben nicht, es ist harter Tobak und wer das nicht mag, sollte sich eventuell dem nächsten Roman widmen. Gibt es in diesem Video einen Roman, der nicht als harter Tobak bezeichnet werden kann, dann ist es Mauerpfeffer von Natascha Kramberger. Also daher das definitiv lesen. Wobei ein weiteres Buch vielleicht gewissermaßen noch in diese Kategorie zählen könnte, in die Kategorie halbwegs harter Tobak. Aber so richtig seichte Lektüren aus Slowenien habe ich noch nicht gelesen. Der nächste Roman von Stanka Hrastel heißt Batseba, übersetzt von Metka Vakunik und erschienen im Homunculus Verlag. Hierzu weise ich dich einmal auf dieses Video hin, denn im Rahmen der Indie-Tipps habe ich bereits ausführlich über Batseba gesprochen, aber ist hier selbstverständlich nochmal auf diese spannende, eklektische Handhabung des biblischen David-Materials, wenn man so möchte, hinzuweisen, denn dieser Roman hat auch nach der Lektüre in mir weitergearbeitet und ich würde ihn auch definitiv weiterhin als sehr lesenswert einstufen, aber eben auch vielleicht wieder eher in der Runde, weil es so komplex ist und so tiefsinnig und teils schockierend und definitiv zu Recht eine Triggerwarnung trägt. Hrastel erzählt die Geschichte von David und Batseba neu, sie verlegt sie in das Slowenien von heute und macht daraus wirklich ein modernes Werk. Das heißt, wir haben hier ein wenig BDSM, wir haben hier definitiv weibliche Ermächtigung. Wir haben hier eine enorme Vielfalt an Assoziationen und Ideen und Eventualitäten, die diese biblische Geschichte zwar trotzdem in ihrer mythischen Vorlage aufnimmt, es passieren trotzdem Sachen, die in der realen Welt nicht unbedingt passieren würden, und dennoch wird das Ganze in die zeitgenössische Moderne eingewoben. Die Triggerwarnung gilt dem körperlichen Umgang Batsebas mit ihrem männlichen Umfeld und der daraus resultierenden Resonanz. Denn es kommen einvernehmliche sowie nicht einvernehmliche sexuelle Gewalt vor. Es werden noch diverse selbstverletzende Handlungen erörtert. Also wer mit diesen Triggern eine Sensibilität hat und solche Bücher eher meiden möchte, sollte hier definitiv absehen. Insofern der Wille und das Interesse zum Umgang mit den sehr unerwartet wuchtigen und heftigen Inhalten besteht, schimmern andere Aspekte dieser Erzählung in gleicher Helligkeit neben denjenigen Passagen des Textes, die ja argumentativ vielleicht ein bisschen obszön beschrieben werden könnten. Andererseits ist hier aber wieder ein richtig spannender Humor zugange. Es gibt reichlich Sarkasmus bezüglich des Selbstbildes von Batseba, von David, der denkt, dass er der Protagonist ist, das aber definitiv nicht ist. Also zum Beispiel die Modifizierungen ihrer Beziehung auch, die Batseba zu einer modernen Frau machen. Ihr Wunsch zur eigenen Karriere, das Vorkommen von Twitter und Instagram und außerdem auch diejenigen Trigger, die behandelt werden, werden aber sehr scharfsinnig und facettenreich behandelt.
Insofern handelt es sich auch hier um eine ungewöhnliche literarische Ausarbeitung. Könnte ich alle diese Bücher als recht ungewöhnlich bezeichnen? Ja, vielleicht. Tatsächlich wäre das kein schlechtes Wort. Aber allenfalls definitiv als klug und scharfsinnig und so auch die anderen besprochenen Bücher. Lohnend ist hier tatsächlich eine zweite Lektüre, denn ich habe Bathsheba bis jetzt einmal gelesen und habe definitiv vor, mir den Text noch einmal zu Gemüte zu führen, denn so vieles passiert hier zwischen den Zeilen, wie auch beispielsweise bei Verfluchte Misteln der Fall ist. Ich habe hier gefolgert, so dann auch in dem entsprechenden Blogbeitrag, dass der Roman mehr als genügend impliziten Resonanzboden bietet, wo es an quantitativ ausschweifender literarischer Ausarbeitung fehlen würde. Denn so scharf und prägnant und wuchtig dieser Text dann ist, er ist auch sehr kurz, er besteht aus Fragmenten. Wenn du ein Stück vorgelesen haben möchtest, dann schau, wie gesagt, gerne in meinem Video zum Buch nochmal rein. Aber alle dieser Fragmente, so impressionistisch sie dann auch wieder daherkommen mögen, wie Verfluchte Misteln und Als die Welt entstand, bilden irgendwann ein großes Ganzes, welches Mensch sich definitiv in sehr großen Teilen in der Reflexion erarbeitet. Und insofern ist es für Freunde des Eklektischen und des Intensiven auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Roman. Ich habe noch zwei weitere Neuerscheinungen zu empfehlen. Einmal Trotz alledem von Maruscha Krese, auch übersetzt wieder von Lisa Linde, erschienen im S. Fischer Verlag. Es geht hier erneut um slowenische Partisaninnen und Partisanen im Zweiten Weltkrieg. Es geht hier auch um den Alltag im jugoslawischen Sozialismus. Es werden weibliche und männliche Perspektiven thematisiert und unglaublich interessant ist auch, dass Krese selber Kind von Partisanen war, selber Kämpferin für Freiheit in Wort und Schrift, so zumindest dann der Pressetext, und dass das ihr einziger Roman war, also wirklich ein wertvolles Stück slowenischer Geschichte. Ich bin auch sehr froh, dass dieses jetzt so übersetzt worden ist. Dieser Roman ist eine schwierige Liebesgeschichte, ist eine Auseinandersetzung mit der historischen Identität und dem Alltag der Partisaninnen und Partisanen, ist aber auch, und hier wurde ich wieder an Supern erinnert, eine sehr knallharte, und ja, es ist wieder harter Tobak. Ich wurde an Supern erinnert, weil hier auch diverse Kriegsmomente geschildert werden aus der Perspektive von jungen Frauen, von Partisaninnen, von jungen Männern, von Partisanen, von Kindern. Es wird hier sehr schnell, sehr blutig, sehr traumatisch, sehr gewaltvoll, aber eben auch immer reflexiv und immer menschlich und immer mit Gefühlen bestückt, mit Empathie, mit Mut, mit politisch scharfsinniger Kritik am Status quo und mit eben auch divergierenden Meinungen. Erneut handelt es sich hier um ein eher impressionistisch gestaltetes Stück Literatur. Die Perspektiven wechseln sich und des Öfteren merkt man eigentlich gar nicht als Lesender, wer jetzt spricht. Ja, es gibt dann eben eine männliche und eine weibliche Person, die da aufeinander zugehen und aufgrund der Personalpronomen ist es dann irgendwann klar, aufgrund des die Figuren umgebenden Personals wird es dann auch irgendwann klar, wer ist und so weiter und so fort. Aber muss man hier eben auch aufmerksam aufpassen, auf harten Tobak bedacht sein und definitiv damit umgehen können, dass das Leben in Slowenien in Zeiten des Zweiten Weltkriegs nicht schön war, dass es viele Verluste gab, dass Familien auseinandergerissen worden sind und dass für Liebe oft einfach nur kein Platz da war, sondern dass andere Sachen höchste Priorität hatten. Auch unglaublich faszinierend, wie auch Jančar, wie auch Supan sich mit der Identität dessen, was denn das Slowenische ist und wo politische Ideologien geortet werden können und welche Diskrepanzen es hier eigentlich gibt. Alle diese Bücher behandeln auch unterschiedliche Perspektiven und erlauben einen Dialog bezüglich des Politischen, versuchen nicht objektiv zu bleiben, nein, geben ihren ProtagonistInnen auch sehr überzeugte, teils radikale, teils wirklich einfach nur nihilistische Stimmen und lassen sie auch miteinander kämpfen und ausreden in beiden Fällen, auch unglaublich faszinierend und somit auch sehr wertvoll bei der Lektüre. Obwohl es sich beim Roman von Krese um harten Tobak handelt, dies steht außer Zweifel, wie bei allen anderen den heute besprochenen Büchern,
wäre hier vielleicht nochmal der seichteste Zugang zur slowenischen Geschichte aufzufinden, zumindest im Vergleich zu Supan. Wer sich also für die Thematik interessiert, der möge definitiv hier einmal in die Leseprobe reinschauen. Die ersten Seiten werden schon definitiv einen Geschmack dessen geben, wie hart der zu kauende Tobak hier denn eigentlich ist. Das gleiche gilt aber auch für alle gelesenen Bücher. Meinerseits finde ich, dass hier jetzt im Laufe der Lektüre keine so großen Überraschungen warten. Ich habe ja in letzter Zeit ein paar Videos gedreht, wo ich mich auch über die Methodologie von Leseproben unterhalte und auslasse und reflektiere. Und manchmal ist es ja nun wirklich der Fall, dass die Leseprobe irgendwie ein falsches Versprechen gibt oder nicht den ganzen Text spiegelt oder manchmal ist auch einfach eine schlechte Stelle gewählt worden. Das war bis jetzt in den von mir gelesenen Büchern nicht wirklich der Fall. Das ist ein Themenkomplex, auf den ich in meinem Video zur Shortlist des Deutschen Buchpreises eingegangen bin. Daher ist es ja wirklich immer wieder interessant zu gucken, kann die Leseprobe das, was das Buch kann, objektiv authentisch rüberbringen oder eben nicht. Und beispielsweise im Falle von Jančar war es jetzt im Klappentext nicht der Fall, bei der Leseprobe aber schon. In der Hinsicht ist hier ein Schnuppern durchaus möglich und meines Erachtens auch empfehlenswert. Das letzte Buch, was ich dir empfehlen möchte, ist meinerseits vielleicht am wenigsten slowenisch. Das kann aber auch mit meinem Unwissen bezüglich slowenischer Kurzgeschichten zusammenhängen. Denn Unter die Oberfläche von Mojka Kumerdaj ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Diese wurde aus dem Slowenischen übersetzt von Erwin Köstler, Lisa Linde, zudem aber von Karin Almasi und Fabian Hafner, Namen, die uns bis jetzt noch nicht begegnet sind. Der Klappentext fasst das Ganze eigentlich sehr schön zusammen. Unter den Oberflächen lauern mitunter dunkle, beängstigende Dinge. Wie etwa bei der Frau, die nach außen hin den Schein der ihre kleine Tochter liebenden Mutter aufrechterhält, sich im Innern aber nach ihrem selbstbestimmteren Leben vor der Geburt zurücksehnt und dann nicht einschreitet, als sich eine Katastrophe anbahnt. Es wird hier das feine psychologische Gespür der Autorin gelobt und die Erzählungen sollen Schrecken und Träume ihrer Figuren hervorheben und diese werden immer mit intelligentem Humor begleitet. In dem Fall kann ich dann die Versprechen des Klappentextes wiederum einlösen, denn die gerade beschriebene erste Geschichte habe ich bereits gelesen und da noch einige andere. Und sie sind kurz und bündig, sie fesseln aber bis Ende. Sie haben vollendete Figuren oder auch Ideen von Figuren. Denn nun wirklich erhält dann das komplette Personal nicht einen Hintergrund, eine Charakterbeschreibung, eine Motivationsbegründung und einen Handlungsbogen. Manchmal gibt es nur einige dieser Sachen, aber sind alle gelesenen Geschichten wirklich interessant, unglaublich makaber und mit sehr viel Charisma und Humor ausgestattet, welches dann doch oft schon in Unbehagen mündet. In der Hinsicht, wer zum Beispiel Geschichten von Asia Bakic gerne mochte, wer gerne Milchblut-Hitze gelesen hat, wer zum Beispiel die Kurzgeschichten von Otessa Moschwek mag, die hier ja immer wieder vorkommt, und vielleicht sogar Bulgakows Satire, wobei hier auch ein sehr zynisches, ein sehr pessimistisches Menschenbild den Erzählungen zugrunde liegt. Es ist einiges dabei, welches schon als recht brutal bezeichnet werden kann. Aber hier können wir wirklich sehr schön einen Bogen ziehen, denn in der Rezension zu Verfluchte Misteln zu Natascha Kramberger habe ich ihre Erzählwelt als idyllisch und brutal bezeichnet, was auch einfach nur stimmt. Weiterhin stimmt, auch einige Zeit später nach der Lektüre immer noch stimmt. Wie fassen wir mein slowenisches Lesepensum heute zusammen? Wer harten Tobak mag, sich für osteuropäische Geschichte interessiert, authentische Menschlichkeit gerne lesen möchte und sich nicht davon abschrecken lässt, dass hier Körper Körper sind in allen ihren Facetten, dass auch böse böse und
nihilistische und subversive und anarchistische Gedanken und Emotionen und Taten und Handlungen stattfinden, der wird hier sicherlich in einigen Fällen fündig werden. Thematisch sind alle die vorgestellten Bücher natürlich absolut unterschiedlich, obwohl es in den meisten um die slowenische Identität und Geschichte geht. Aber alle haben eine allgemein menschliche Fundierung in dem, was uns eventuell Angst macht, wo wir eventuell Schmerzen empfinden, wo wir manchmal gar nicht reflektieren möchten, weil diese Emotionen und Gedanken eher in Grenzbereiche unseres Spektrums gehören oder zumindest gehören sollten, wenn in unserem Leben nicht etwas unglaublich Furchtbares passiert. Und wer vor diesen Gedanken keine Angst hat, der sollte grundsätzlich mindestens in 3 von 7 Leseproben reinschauen. Welche dies aber sind, das überlasse ich dir, denn meinerseits habe ich alle der vorgestellten Lektüren genossen. Mit Kritikpunkten hier und da, aber das gehört in meinem Fall dazu. Deswegen freue ich mich auch wirklich sehr, gleich nochmal von dir zu lesen. Lass mir einen Kommentar da oder mehrere, je nachdem, wie es dir beliebt. Mich interessieren positive und negative Gedanken, denn hier auf diesem Kanal geht es um alle Facetten des Gesprächs. Wenn du dieses Video interessant fandest, lass mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und teile bitte meine Inhalte mit literarisch geneigten Herzensmenschen, denn geteilte Literaturliebe ist vermehrte Literaturliebe. Für deine nächste Buchbestellung, sei es nun eine Empfehlung aus dem heutigen Video oder etwas ganz anderes, findest du Partnerlinks in meiner Infobox, über die du ohne Zusatzkosten wahlweise auch deine lokale, regionale Buchhandlung und diesen Kanal supporten kannst. Ich danke dir vor allem und immer natürlich vielmals fürs Zuschauen und freue mich sehr, dich wieder begrüßen zu dürfen beim nächsten literarischen Abenteuer. Bis dann!